Da möchte man mal kurz am Wochenende weg. Und da fällt einem ein, es gibt morgen früh kein Toastbrot. Und ungetoastet schmeckt das irgendwie seltsam. Also bau mal was. Da ich ja wie immer keine Zeit habe, sollte das Ganze auch ziemlich schnell vonstatten gehen. Also, kurze Überlegung, was habe ich zur Verfügung? Also, zwei Scheiben Toastbrot. Dann habe ich hier noch zwei Bratschalen. Und ein Edelstahlgitter. Und da dachte ich mir, das probieren wir einfach mal aus. Zunächst einmal gehe ich hin und mache mir diese Schnittkanten ein wenig glatter. Und wo jetzt die Gefahr gebannt ist, sich an dem Teil zu verletzen, kante ich jetzt die Ecken ein wenig um, damit ich von dem Boden ein wenig Luft bekomme. Das wird der Deckel, weil da ist schon die Beschichtung ab. Womit das ganze Gebilde dann schon mal so aussieht. Ich weiß, das Ding zerkratzt die Oberfläche, soll mir aber auch im Moment mal ziemlich egal sein. Und damit der freundliche Herr sich jetzt seine Fingerchen nicht verbrennt, mache ich da oben noch einen Griff dran. Mal sehen, was ich in meinem Gerümpel so finde. Und für immer die, die nichts wegschmeißen, ich habe noch einen Rest. Das ganze Ding ist mal nichts geworden damals, aber den wunderschönen gelungenen Knopf habe ich mir aufgehoben. Den bauen wir jetzt mal auf den Deckel. Dann habe ich mir noch zusätzliche Punkte markiert. Da mache ich ein Loch rein. Also jeweils eins, weil ich möchte ja Toastbrot machen und die Feuchtigkeit muss ja nur irgendwo raus. Ja, also, Löcher bohren.
So, die Löcher sind drin. Der Griff ist vorgebohrt. Und fertig. So. Dann gehen wir das mal ausprobieren. Jetzt schauen wir mal, ob die Technik funktioniert. Nun gilt es warten, bis es dampft. Besser nicht. Also Wärme kommt schon mal an hier oben. Vom Gefühl her könnte es funktionieren. Schauen wir mal. Ich denke mal, das hat funktioniert. Man muss ja nicht immer alles direkt kaufen. Und wenn man es nicht hat, ein gesunder Heimwerker kann sowas selber bauen. Also, ich wünsche euch was, habt eine schöne Zeit, bis die Tage und tschüss, weil ich muss jetzt weg.